die 1:1-Situation sind die Sachen. Und Müller mit dem Kopf. EA Sports. It's in the game. Hallöchen, willkommen zurück, meine lieben Freunde. 0:0 gegen Hannover. Nationaltrainer Offerte von Norwegen. Ich möchte ja jetzt vor der Europameisterschaft 2016 gerne eine Vereinsmannschaft trainieren. Aber natürlich hätte ich gerne die deutsche Mannschaft. Und nicht Norwegen. So, es geht jetzt am Dienstag gegen Cork City. Zu Gast, also wieder ein Auswärtsspiel. Das kommt mir nicht so zugute. Arjen Robben immer noch nicht wieder hundertprozentig fit. Grüne Trikots. So, ich muss mal gucken, wer hier nicht fit ist. Ja, 2 Tage, alle so ein bisschen. Bernard wieder von Anfang an. Badstuber kommt dann mal für Ramos. Götze, Schleiß, ja, Brandt natürlich auch mit einer schlechten Form. Hat ja auch nicht gut gespielt. Paul Pogba kommt für Schweinsteiger. Den brauche ich in der Liga, glaube ich, mehr jetzt als hier. Und Rafinha darf auch nochmal für Lahm. Dann habe ich nochmal hier so ein bisschen durchgewechselt. Und ja, damit werde ich antreten. Auf geht's. So, hier nochmal ein Blick auf die Tabelle. Nach einem Spiel 2. gegen 4. Zenit St. Petersburg hat 2:0 gegen diese Mannschaft gewonnen. Mal gucken, ob ich ein ähnliches Ergebnis erreichen kann. Champions League wieder mal ohne Champions League-Hymne. Ist natürlich nicht so prickelnd. Ich weiß noch, bei FIFA 13, da gab es zumindest eine Musik als Einleitung. Hier gibt es ja gar nichts. Ich habe ja auch schon mal überlegt, selbst mir irgendwie eine Musik rauszusuchen, die ich einspiele, so eine copyright-freie Musik. Mal gucken, ich habe aber noch nichts gefunden, was vielleicht so ein bisschen an die Champions League-Hymne erinnert. So, Flutlichtspiele, ist doch meine Bühne. Ribéry, Lewandowski. Und Bernard macht mit, kriegt ihn aber nicht. Schade. Und Bernard, was macht der Junge? Ich glaube, der ist ja auch eigentlich Linksfuß, ne? Ja, da hat das, sah komisch aus. Ah, das war gleich die erste Riesenmöglichkeit nach einem Fehler von Cork City. So, die gehen hier aber ganz schnell auf Risiko, hier hinten so rumzuzaudern. Ja, Rafinha lässt sich da austanzen. Gibt auch Freistoß jetzt nach so einem kleinen Revanche-Foul von Rafinha. Was machte meine Mauer da? Die dachten, das Ding. So, Ribéry schmeißt den Turbo an. Macht keiner mit. So, schönes Ding auf Müller, aber der. Foul, offensiv faul. Hat also gerade nicht so prickelnd funktioniert hier. Ich werde auch hier schon mal auf offensiv stellen, damit vielleicht ein paar Spieler mehr nach vorne arbeiten. So, nur leicht unter Druck gesetzt und die knallen das Ding hier auf die Tribüne. So, der Versuch eines Seitenwechsels auf Ribéry, der kommt. Sneijder! Schöner Spielzug. Vor allem die Flanke. Oh, war sogar noch jemand dran. Gibt Ecke. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier die Ecke ein bisschen besser ins. War wieder nicht so prickelnd. Alonso holt ihn sich hier. Also Cork City ist eigentlich ein Gegner, den ich hier ausspielen müsste. Aber irgendwie bin ich gehemmt. Ist ja wieder ein Auswärtsspiel. Vielleicht kann ich ja hier mal so eine Art Lanze brechen. Gegen Hannover hat es ja schon fast geklappt. 2, 3 gute Torschancen gab es hier, aber. Und auch hier wieder ein Torschuss der Heimmannschaft von Cork City. Gibt auch nochmal Freistoß jetzt aus einer sehr prägnanten Position. Aber der Freistoß harmlos. Schiedsrichter auch nicht auf der Höhe. Ich konnte zweimal einen Schritt vormachen.
So, Boateng, Batschduba heute mal wieder von Anfang an. Pogba soll ja zum Topspieler reifen. Mal gucken. Ah, das war nicht so clever. Oh, und Juan Bernat. Alaba war ja verletzt, deswegen ist er in die Startelf gerückt. Neuer hat ihn sicher. So, schöner Abwurf von Neuer. Snyder. Pogba. Ribéry. Ja, die 1:1-Situationen sind die Sachen. Und Müller mit dem Kopf. Wieso nicht aufs Tor, Herr Thomas Müller? Ich glaube, es liegt an mir. Mittlerweile bin ich echt verzweifelt. Ich kriege auswärts keine Tore hin. Verliere ständig. Ja, kein Problem sollte das sein hier für die Bayern-Abwehr. Mit Pech gibt es Einwurf für Cork City. Nein, für mich. Stuber. Snyder lässt sich fallen. Ribéry. Und Bernard kann mal Dampf machen. Hat ja Offensivqualitäten. Snyder geht bis zur Grundlinie. Das Ding war ein bisschen arg steil. Schade. Keine Chance für Snyder, diesen Ball zu kriegen. So, das Spiel plätschert so dahin. Große Chancen. Fehlanzeige. Snyder vielleicht mal mit einer Idee. Ja, der Robben fehlt ganz eindeutig. Und Lewandowski. Ja, der Höhepunkt des Spiels, dieser extrem beschissene Freistoß. Ja, die Bayern zeigen sich hier als extrem harmloser Gegner. So, Ribéry auf Snyder. Wäre auch offensiv faul gewesen. So, Pogba. Schön auf Lewandowski. Jetzt vielleicht. Die Dinger gehen sonst immer rein. Zumindest im eigenen Stadion. Die Dinger sitzen sonst. Ich mach nichts anders. Es ist der Wurm drin. Ich brauche seit dem letzten Update. Nee, das ist natürlich Blödsinn. Batschduba. Snyder. Wieder auf Lewandowski. Der kann hier wieder anziehen. Kriegt ihn nicht. Oh, da machen sich schon die Bayern-Spieler warm. Ist ja nicht so, dass das Spiel nicht gut ist. Nur die Chancenausbeute ist hier wieder. Snyder! Diesmal muss der Torwart hin und gibt Ecke. Oder? Doch nur Einwurf? Ja. Pogba! Alonso! Abgefälscht, Latte! Ja, jetzt kurz vor der Halbzeit nochmal den Druck erhöhen. Kommt hier die Wiederholung des Lattenkrachers? Nein. Ribéry Warschel zur Ecke. Und diesmal kommt er wenigstens besser. Rafinha, Snyder mit links, wieder abgefälscht. Wieder viel Glück für Cork City. Einwurf Bayern, komm, 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 komm. Ab und zu dauert mir das echt zu lange mit der Ausführung. Snyder. Ja, die stehen hier aber auch mit zwei Viererketten hinten. So, Bernard. Ribéry. Snyder. Scheiße, so wollte ich das nicht. Pogba versucht es hier nochmal. Batschduba, jetzt vielleicht nochmal vor der Halbzeit.
Aber die stehen hier fest mit einer ganzen Viererkette. So, jetzt Müller. Mach mal etwas anders. Und Außenpfosten, kann denn das sein? Es kann doch nicht wahr sein. Sonst gehen solche Dinger rein ohne Probleme. So, Lewandowski hatte ja auch schon wieder Probleme mit seiner Kondition. Ich fordere aber auch wieder viel Laufarbeit von den Spielern heute. Halbzeit, wieder 0:0. Wie gesagt, wenn ich in der ersten Halbzeit auswärts kein Tor schieße, ging es bisher nicht so prickelnd aus. Dortmund führt in Celtic 1:0. Ja, international bin ich ja sehr glücklich, wenn Dortmund gewinnt. Und Wesley Sneijder lässt sich hier täuschen. So, Cork City ist hier gleich mutig. Vorbei. Und Eckball gibt es, nachdem Bachstuber dahin musste. Kurz ausgeführt. Und dann ist Boateng da, Bernard. Aber Konter bringt nichts. Sie machen nicht richtig auf hier hinten. So, Müller. Geht aufs Tor zu. Geht alleine aufs Tor zu. Oh, wieso schieße ich nicht? Ja, weil die anderen bisher alle nicht so prickelnd waren. So, jetzt habe ich Cork City mal hinten drin. Lewandowski. Aber auch hier klappt es heute nicht. Im 1 gegen 1. So, unter Druck setzen die Spielen das Ding hier ins Aus. Ich werde nochmal ein Stück weit so weiterspielen. So, Alonso, super Ding! So, Rafinha, Müller, Alonso, Pogba. Eigentlich warte ich hier auf Ribéry, dass der mal zeigt, der will das Ding haben. Pogba! Jetzt Pogba! Harmlos, warum? Ich brauche einfach Siege. So, sehr schön, Sneijder. Oh, Müller setzt sich gut durch. Ah, das Ding kommt nicht an. Mir fehlt die Lücke jetzt einfach. So, wieder Rafinha. Hat mal Platz. Müller. Mal ein bisschen anders, aber auch das Ding kommt hier nicht vor die Füße von Pogba. Alonso, kriegt die nicht. Pogba, komm schon, kriegt... Oh, ja, faul. Mann. So, der erste Wechsel. Diesmal werde ich noch nicht wechseln. Ich wüsste nicht, wen und warum. Weil eigentlich läuft das Spiel. Nur die Tore fallen nicht. Ich hatte das Gefühl, bei Hannover habe ich durch meinen ganzen Wechsel und allem das Spiel eigentlich nur ein bisschen kaputt gemacht. So, Müller auf Sneijder. Lewandowski. So, faul. Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man doch mal pfeifen. So, jetzt schnell ausführen, nur wohin? Ah, der Müller, aber hier, der Rafinha kommt. Geht zur Grundlinie. Und müsste Eckball gehen. Abstoß oder was zeigt er da? So, ich werde auf jeden Fall auch sehr offensiv gehen. Denn hier schon wieder ein 0:0. Kann ich ja nicht so, kann ich sogar nicht akzeptieren. So, Rafinha.
Schöner Pass auf Müller, der hat Platz. Machen die Jungs da nicht mehr mit oder was, Herr Lewandowski? Ah, ich hätte warten können, aber da ist ja keiner mitgelaufen. Irgendwie brauche ich vielleicht frisches Blut. Müller, ja, komm schon. Noch eine Viertelstunde, sehr schöner Einsatz von Pogba. Der Pass danach war dann nicht so prickelnd. So, ich krieg gerade den Ball nicht. Das stört mich. Natürlich stört mich das. Und das kann doch nicht sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Der Pass war auch noch Absicht. Ich dachte erst, der ist irgendwie hingeflutscht, der Ball. Shepard. So, vielleicht Snyder jetzt. Die machen ihre Sache echt gut da hinten. Snyder. Boah. Ribéry, aber auch hier, doch, Freistoß. Oh, Archbishop Blü. Der Monsieur. Gute erste Halbzeit, zweite Halbzeit, wenig angespielt worden. So, Freistoß, Wesley Snyder. Wollen wir mal gucken, vielleicht hat er ja hier jetzt das goldene Füßchen. Nein. Der dritte Versuch schon mit ihm, aber wieder nicht getroffen. Alleine Snyder mit 5 Torschüssen. So, wieder auf die Tribüne. Das kann nicht sein, dass die gewinnen hier. Supporting. Ja, zu viel Drall, zu viel Wille, zu viel von allem. Zu viel Unvermögen kommt da auch noch hinzu. Er ist eigentlich Verteidiger, kein Angreifer. So, noch ja, ein paar Minuten mit Nachspielzeit hier. Abseits oder was? Ah, das ist aber auch hier. Snyder holt ihn nochmal. Müller. Boateng. Kommt nicht an. Pogba. Lewandowski kann sowas. Was ist denn los? Oh, Herr Pogba. Müller. Haha, schade. Ein Glück pfeift er noch nicht ab. Jetzt vielleicht nochmal Snyder. Hat nochmal Platz. Wesley. Torwart ist dran. Die Flanke kommt gut, aber nicht gut genug. Was war los? Was war los? Foul gegen Müller oder Müller faul am Torwart? Gibt's hier Elfmeter? Es gibt hier Elfmeter! Was? Puh.
Nein, der war nicht gut, der war nicht gut. Es reicht! Ausgleich! Glückliches 1-1 am Ende. Unglaublich. Der Schiri hilft mit. Das war's. 1-1 in Cork City. Auswärts bleib ich schwach. Es ist nicht zu glauben. Hoffentlich kommt jetzt ein Heimspiel. Hoffentlich darf Robben wieder mitmischen. So, Dortmund gewinnt 2-0 in Celtic. Kein Problem. Große Namen sind wieder dabei. Das nächste Spiel gegen Hoffenheim. Ja, 4 Punkte Rückstand auf Schalke. Das ist schon eine ganze Menge. So, bis hierhin sage ich erstmal, das war's. Und ciao, tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.